Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Arc. Ich bin gerade fleißig damit beschäftigt, genügend Material ranzukriegen, um mir einen Kochtopf zu bauen. Das weiß ich, ich brauche eine ganze Menge Zement und ich brauche auch eine ganze Menge Metall. Da kommt immer nur so wenig bei rum, das ist wirklich erstaunlich. Genau, und weil da so wenig Bräuer rumkommt, ist jetzt die Überlegung, ob ich mir vielleicht zuerst den Chemietisch hole. Aber da verbrauche ich eigentlich alles, was ich bisher an Zement und Metall schon gesammelt habe. Metall kriege ich deswegen auch nicht schneller. Ich brauche 1800 an Metall. Und ja, aber dafür geht halt das Zement viel schneller herzustellen, ne? Und ich glaube, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die jetzt auch nicht unwichtig sind. Tja, schwierig, schwierig. Ich wollte jetzt hier außerdem auch nochmal Fleisch. Gib mal her. Ui, jetzt bin ich ein bisschen sehr schwer. Gut, dann packen wir so viel da wieder rüber, bis ich mich bewegen kann. Genau, packen wir den Fleischkram hier rein und den Rest in den Grill und so weiter. Ich habe mir auch nochmal ein drittes Windrad hingestellt und das hatte überhaupt gar keinen Strom. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann lege ich mir von dem Windrad das Kabel da rüber bis zu dem Haus, um die Klimaanlagen zu betreiben. Und dann habe ich eher an dieses Windrad noch ein Kabel angeschlossen, macht es Klick und da ist da auf einmal auch kein Strom, obwohl ich die ganze Zeit 65% Windgeschwindigkeit habe. Total merkwürdig. Ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal in diese ganz kleine Hütte, habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal einen Generator gestellt, um einfach, ja, dauerhaft Strom zu haben. Der da drüben funktioniert, ja, aber der hier hat auch funktioniert. Bis ich ein Kabel angeschlossen habe, macht es Klick und dann geht hier drin der Kühlschrank aus. Hab ich auch gedacht, ich spinne. Sehr, sehr merkwürdig. Tja. Ach komm, das schmeißen wir auch gleich noch weg. Wir müssen mal den Jutti ein bisschen leichter machen, da ist so viel Kram drin. Was hast du sonst noch? Das kann auch mal weg. Das vielleicht nicht unbedingt, das auch nicht. So, ein Stück Fleisch darfst du auch behalten. Ich muss den ja möglichst schwer machen mit... möglichst schwer machen mit Metall. Deswegen muss halt alles andere raus aus dem Tier. Mein Gemüse ist jetzt soweit. Ich würde mal sagen, dass man da was rein... was wieder rausnehmen kann, ja. Also da müsste eigentlich was wachsen. Packen wir das mal hier in dich rein. Und das hier kann einfach mal raus. Warum kann der das nicht tragen? Oder weigerst du dich einfach, das zu tragen? Ach, was weiß ich. Macht doch einfach alle, was ihr wollt, ihr dummen Viecher. So, können wir das da wenigstens noch rein? So, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Na komm, egal. So, ich habe mir hier drin auch nochmal einen zweiten Schrank hingestellt ins Haus. Einen für Baumaterialien und eins für, also da ist jetzt das Baumaterial drin und hier sind alles an Ausstattung und so weiter drin. Ich wollte mal diesen Elektroschocker benutzen. Habe ich nämlich noch niemals gemacht. Und, so, dann packen wir hier, genau, da kommt halt sowas wie das rein und das rein und das rein und das rein. Die hier meinetwegen auch erstmal. Okay, so, jetzt sind wir ziemlich leer. Ich gehe jetzt nach da drüben auf den Berg, hole Metall und Spitzhacke ist soweit noch okay. Ja, das ist immer das Blödeste, du kommst drüben an, haust einmal zu, dann geht die Spitzhacke kaputt. Super, ich habe auch noch keine bessere gefunden als die normale. Mit dem Känguru wäre ich schneller drüben, aber es kann halt weniger tragen. Und deswegen, ja, nehme ich eben den Jutyrannus. So, und dann Jerky habe ich jetzt schon ein paar, ich glaube so 12 Teile. Ich meine, ich hatte mal bei Dododex geguckt, man braucht 5 blaue Kibbel für eine 150er Lymantria. Ist natürlich die Frage, finden wir eine 150er? Vielleicht wird es ja nur eine 140er, aber viel schlechter sollte sie nicht sein. Wir wollen ja schließlich damit züchten. Und dann brauche ich ja, wie gesagt, Gemüse ist fertig. Jerky brauche ich, die paar Bärchen, die man dafür braucht, die habe ich dann auch. Was war es noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Wasser natürlich und Meobären braucht man ja immer. Und ja, genau. In Gemüse waren es, glaube ich, Mais und Kartoffeln, wenn ich mich nicht irre. Aber ist egal, wir haben ja alles angebaut. Deswegen ist ja natürlich auch alles da. Weil wir alles gleichzeitig angebaut haben, ist auch natürlich alles gleichzeitig fertig. So. Ist hier schon mal Metall? Ich habe die ganze Zeit irgendwie so einen Schleimfropfen im Hals stecken.
Ja, was brauchen wir sonst noch? Ich habe mir eine Harpune und ein Netzschussgerät gemacht. Wir haben ja unser Supergewehr mitgebracht und ich habe auch echt richtig viele Darts hergestellt. Haben wir davon großartig welche benutzt? Ich glaube, ich hatte ein oder zwei benutzt, um mir die Dornechse zu zähmen, diese Low-Level. Ja, genau. Ansonsten müssten also davon auch noch genügend da sein. Wenn man Kibbel benutzt, braucht man keine Narcotics. Ja, das Einzige, was mir jetzt eben noch fehlt, das ist, man kann das natürlich auch in dem alten, herkömmlichen Kochtopf machen. Aber ehrlich gesagt, das dauert mir ganz schön lange. Und da passt halt immer nicht so viel an Ressourcen rein. Das heißt, du tust halt was rein und dann reicht es nur für ein oder zwei Kibbel, musst du wieder nachfüllen. Und das finde ich total nervig. Letzten Endes ist natürlich ein Kochtopf irgendwie besser. Und ja, wie gesagt, entweder wir sammeln jetzt, also wir stellen jetzt in mühseliger Kleinstarbeit ganz viel Zement her und richtig viel Metall. Oder ich habe fast alles zusammen für den Chemietisch, da fehlt nicht mehr sehr viel. Wir machen erstmal den Chemietisch, dann geht das auf jeden Fall, dann können wir mal mit Metall und Zement wieder von vorne anfangen. Andererseits geht dafür zumindest das Zementmachen dann sehr viel schneller. Tja, das ist jetzt ja genau die Frage, vor der ich stehe. Und ich glaube tatsächlich, ich werde das mit dem Chemietisch machen. Wie voll bist du? Okay, da geht noch ein bisschen was. Den hier kriegen wir vielleicht noch abgebaut. Und dann gehen wir wieder rüber. Ja, wie ihr seht, alles nicht so einfach. Natürlich kann ich auch erstmal währenddessen mir schon mal eine Limantria suchen und zähmen, wenn wir die Kibbel haben. Dann machen wir die halt mit dem normalen Kochtopf, die ersten fünf. Während hier das Metall zusammenschmilzt, das dauert ja auch immer noch seine Zeit, ne? Also das muss ja erstmal alles einschmelzen. Das ist ja auch wieder so ein Jahrhundertprojekt. So, das kommt alles zu dir. Okay, und ich glaube, jetzt ist er auch schön langsam. Genau, mehr können wir nicht mitnehmen. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier wieder rüberkommen in unsere Base und dann wird das alles eingeschmolzen. Ich habe ja immerhin schon mal zwei Schmelzen, das heißt, das geht schon mal doppelt so schnell. Klar könnte ich mir jetzt auch noch eine Industrial Forge machen, aber es gibt nichts, also gar nichts, was so viel Metall kostet wie die Industrial Forge und danach brauche ich es einfach nicht mehr. Das ist immer super anstrengend, das Metall dafür zusammenzukriegen und dann habe ich sie und dann brauche ich sie aber nicht mehr. Weil eigentlich bräuchte ich die Industrial Forge für das Metall für die Industrial Forge. Und deswegen, ja, ich glaube, wir sind schon wieder verdammt weit. Keine Ahnung, wie weit wir hier noch kommen. Da drüben ist das Haus, ne? Wir müssen hier irgendwie den Gang runter, ja. Bevor wir nicht vielleicht sogar dann doch wieder irgendwann ja, zur Aberration überwandern. Also keine Ahnung, ob wir da noch den kompletten Juli und den kompletten August. Sie hatten ja auch angekündigt, ist ja vielleicht auch nochmal interessant, in dieser Woche, in der ihr das seht, also wenn ihr die Folge seht, müsste es ja Mittwoch sein. Ich weiß nicht, ob sie es bis dahin schon gemacht haben, wahrscheinlich eher gegen Ende der Woche. Eine Roadmap, eine neue aktualisierte Roadmap für Ark Survival Ascended, also für ASA. Ja, wann kommt ganz genau was? Bisher hieß es ja immer nur, kommt Ende August. So. Ja, das hatten sie gesagt. Dann haben sie irgendwann mal gesagt, nee, wir haben ja gar nicht gesagt, was das kommt. Wir haben nur gesagt, dass das dann passiert, wenn nachdem die Cluster oder die Server runtergestellt wurden. Und da stand aber, das wäre Ende August. Also schlussfolgert man logisch, kommt das andere auch Ende August. Und dann hieß es wieder, ach nee, war nur ein Scherz, haha. Und ach, ganz kompliziert. Also, ja, wie gesagt, der Stand, den ich kenne, Ende August soll ASA kommen. Es kommt mit The Island und mit Scorched Earth. Und sie haben ja jetzt auch schon das Creature Voting für Ragnarok gemacht. Und sie haben ja auch angekündigt, dass sie ein weiteres Creature Voting machen werden für Aberration. Also für ein Tier für da. Genau, das heißt, sie haben sich ja jetzt schon ein Tier ausgedacht oder wählen lassen, was wir ja sowieso gar nicht von Anfang an sehen, nämlich eben bei Ragnarok. Deswegen mal gucken. Also wir wissen es halt alle nicht so ganz genau, wie lange das jetzt noch dauert. Kann natürlich sein, dass sie, wenn sie hier irgendwie was großartig ankündigen, dass sie dann auf einmal sagen, ja, das kommt doch erst im Dezember oder so. Kann ja auch sein, das wissen wir nicht. Tja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen tricky. Nee, das Öl kommt hier nicht rein. Also das Öl kommt da drüben rein. Ordnung muss sein. Hier sind sozusagen meine modernen Sachen drin. Außer das bisschen Holz, aber das brauchte ich, um eine Steckdose herzustellen. So, und dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen mehr Holz. Das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann teilen wir das Metall weiter auf.
Ja, wie gesagt, mir fehlt nicht mehr sehr viel. Dann könnte ich mir auch, kann ich das alles tragen? Ja, ich glaube gerade so. Dann könnte ich tatsächlich mir den Chemietisch machen. Gucken wir uns gleich mal an, was da noch fehlt. Es ist, wie gesagt, nicht mehr viel. Und ich denke, ich werde das wohl auch erstmal machen. Und danach mache ich dann. So, bitteschön. Danach mache ich dann, fange ich mit den Ressourcen eben wieder von vorne an und mache mir den Kochtopf. Und in der Zwischenzeit kochen wir uns aber schon mal vielleicht die ersten 5 Kibbel in dem kleinen Kochtopf, damit wir halt eine Lümantrie erzählen können. Bei mir jetzt hier irgendwie 1,5 Stunden beim Farmen zuzugucken oder wahrscheinlich deutlich länger, das macht ja jetzt auch nicht unbedingt Spaß. So, den hier teilen wir nochmal. Dann kriegt die andere Hälfte, kommt da rein. Wir nehmen den raus. Wir nehmen den raus. War hier auch Metall drin? Ich glaube nicht. Ne. Packen das da rein. So, und dann gucken wir mal. Geben wir mal hier an. Chemie. So. Ihr seht, ich brauche 150 Electronics, 200 Metall, 90 Zement und 100 Zündpulver. Das ist ja nicht das Thema. Das kriegen wir auch einfach gleich mal sofort hin. Wenn ich denn noch Flint habe, was ich natürlich nicht habe. So, wir haben jetzt hier 70 immerhin. Na, dann können wir die hier schon mal reintun. Wie gesagt, das mit dem Zündpulver, das geht ganz rucki-zucki. So, und der Rest ist halt nicht mehr sehr viel. Also ich denke, wir kriegen vielleicht den Chemietisch und die ersten 5 Kibbel in dem normalen Kochtopf in dieser Folge hin. Und den richtigen Kochtopf und die nächsten 5 Kibbel mit Lümantria dann in der darauffolgenden Folge. So könnte ich es mir vorstellen. So, wir haben gleich alles zusammen. Ich habe jetzt ja gerade eben schon mal versucht, Kibbel herzustellen, nach dem Rezept, was da steht, auf meinem Zettel, den ich mir aus dem Internet kopiert habe. Ich habe nochmal bei Dododex nachgeguckt. Da war alles richtig. Es funktioniert aber nicht. Es klappt einfach nicht. Keine Ahnung, was da jetzt falsch ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich will einfach diesen Kochtopf haben. Das nervt halt. So, das hätten wir ausschalten. Ich habe hier drüben ein bisschen Platz gemacht. Ich habe mal die Schränke so nebeneinander gestellt. Das geht ja auch. Jetzt verschwindet es schon hier drin. Das wollen wir nicht. Zack. Betriebsbereit. Herstellen. So, jetzt kann man hier nämlich auch ein Zement drin machen. Und man kriegt fünfmal so viel raus. Das finde ich natürlich richtig gut. Außerdem halt so ein paar andere Sachen. Wir können zum Beispiel Treibstoff mal machen. Und Absorbent brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber egal. So, das ist toll. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es auch mit der Wasserflasche, mit der Feldflasche nicht, weil es nur mit dem Glas geht oder so oder nur mit dem Lederschlauch. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass er das Wasser aus der Feldflasche nicht nehmen kann. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, das da gerade eben herzustellen. Warum, weiß ich nicht, aber es nervt halt einfach. Und deswegen müssen wir uns halt eben irgendwie eine andere Methode ausdenken. Ja, ein Grinder wäre nicht schlecht. Man kriegt hier echt gutes Zeug. Und tja, komm, wir packen mal die blöden Chibis hier auch rein. So. Genau, so. Was brauchst du nochmal zum Laufen? Du brauchst benötigt Benzin und Strom zur Aktivierung. Genau, das auch noch. Ihr seid alle so kostspielig. Also wozu hat man überhaupt so einen Stromgenerator, wenn er trotzdem alles irgendwie immer noch Benzin braucht? Das finde ich ehrlich gesagt wirklich nicht so schön, dass das so gemanagt ist. Aber nun ja. Okay, alles klar. Ich werde mir einfach ein paar Lederschläuche machen. Dann probieren wir es eben damit nochmal. Vielleicht funktioniert das ja wenigstens. Weil wie gesagt, alles andere war absolut richtig. Es hat einfach nicht funktioniert. So, und ihr könnt ja mal gucken, wenn wir uns jetzt hier diesen Kochtopf machen wollen, jetzt fehlt halt wieder alles. Okay, Öl ist kein Thema, Polymer ist kein Thema, aber Metall ist schon ganz schön viel. Zement ist jetzt hoffentlich auch kein Thema mehr. So. Okay, das hier ist der beste, den ich jetzt finden konnte. Ist auch nicht super. Sagt bloß, man kann euch nicht netzen. Doch. Ups. Fünf. Und dann, wir sind leider hier ganz in der Nähe von der Dings, von der Trench. Zwei. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel ich brauche. Drei. Es werden schon so mindestens 7 sein. Ja, sehr gut.
Ich hätte gerne die Helena, die mich hier rüber aufklärt, wie viel man braucht. Ja, da hinten ist irgendwo eine Wyvern gewesen, eine Blitzwyvern. Das nützt dann natürlich auch nichts, den hier irgendwie in irgendwas einzubauen. Wir packen dir das hier rein, wir packen dir das hier rein. Den hier habe ich hergestellt. Ich habe dann gesehen, dass ich auch schon einen fertigen hatte. Der hatte nur 97. Ja, war also jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, wie ihr beiden, wie ihr da guckt, wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, den für viel, viel Zeug herzustellen, wenn ich nur einen habe, der auch nur ein einziges Prozentelchen schlechter ist. Egal, 130 ist wie gesagt jetzt das Beste, was ich gefunden habe. Ich hatte auch eine 120er und eine 100er, aber wie gesagt, 130 ist ja dann doch noch mal ein bisschen besser. Eigentlich hätte ich gerne 140 als niedrigstes. Hier die Gegend ist ziemlich gut. Hier gibt es verhältnismäßig viel. Überhaupt hier so in dem Gebirge entlang der Wyvern Trench. Ja, zwischen dem roten und dem blauen. Obwohl blauer Obelisk eigentlich schon nicht mehr. Aber hier, wie gesagt, ja, roter Obelisk und Richtung blauer Obelisk, so entlang der Trench. Da findet man in den Bergen und ein Stückchen weiter im Inland findet man verhältnismäßig häufig hier Lymantrias. Jetzt bist du nur eigentlich ein Weibchen, okay. Und ja, dann werden wir jetzt mal zusehen, dass wir die hier möglichst bald gezähmt kriegen. Wir machen mal hier unser Dingenskirchen an. Flöpp. Ja, 6 Kibbel angeblich. Brauchst, obwohl, nee, ein 150er braucht 6 Kibbel, die braucht vielleicht 5. Wir werden sehen. Die Lymantria ist gleich gezähmt, also sie verliert jetzt noch ungefähr so 10 an Nahrung. Also wenn sie bei 6.920 ist in etwa, sollte sie fressen. Dann haben wir die schon mal 99,8% Effektivität, 64 Level dazu. Da hat sie, glaube ich, keins verloren. Und genau, wir frieren, ja, sie kriegt den Sattel, wir frieren die aber erstmal ein. Die ist mir einfach momentan noch ein bisschen zu zerbrechlich. Als dass ich mit der jetzt nach Hause fliege und den Jytyrannos einfriere. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu schwer für die. Was habe ich denn dabei? Na, hier sowas wie das hier. Das ist natürlich alles ziemlich schwer. Deswegen kann es auch tatsächlich sein, dass die mich gar nicht tragen kann am Anfang. Ich steige schon mal ab. Gucken uns die schon mal an. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Weibchen. Und wir brauchen natürlich noch ein Männchen dazu. Da ist er. Ja. Hier kriegst du den Supersattel. Und dann machen wir mal ganz kurz den Tracker wieder aus. Plöpp. Und dann frieren wir dich einmal ein. Ja, und dann, wie gesagt, können wir die mal züchten. Ich glaube, da kommen diese, ja, diese typischen Insekteneier bei rum. Also die man zum ersten Mal beim Bloodstalker gesehen hat, die so ein bisschen aussehen wie so ein typisches Alien-Ei. Und die meine ich, also zumindest beim Bloodstalker, man konnte die nicht aufheben. Das ging nicht. Die waren da, wo sie gelegt wurden, da waren sie dann halt auch. Das heißt, wir müssten die dann halt auch, wenn wir die denn dann züchten wollen, direkt in der Nähe von den Klimaanlagen züchten, beziehungsweise die Klimaanlagen eben dahin stellen, wo die ihre Eier legen. Ich weiß auch nicht, was die jetzt für Temperaturen haben. Also ich denke, deswegen so ein Brutschrank. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall funktioniert, weil ich glaube, wie gesagt, man kann sie nicht aufheben. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Man kann die ohne weiteres aufheben. So, ich bin hier einmal die Runde. Ich habe da oben das Explorer-Notgurt. Ich habe da drüben das Explorer-Notgurt. Genau, und da hinten fliegt die ganze Zeit diese Blitzwiffern. Die war auch schon ganz, ganz, ganz nah an der Lymantria dran. Ja, wie gesagt, die eine, ich bringe jetzt hier das hier erstmal alles nach Hause und dann können wir mit der ja nochmal eine Runde fliegen. Und aus der Luft findet man eine zweite bestimmt auch einfacher als vom Boden, denke ich mir zumindest mal. Also jetzt nicht sagen, dass die schneller ist. Ich glaube, der Jytyrannus rennt schneller als die fliegt. Aber die ist natürlich dafür unabhängig, was das Gelände angeht. Und dann da wieder ein bisschen schneller. Mal gucken. Auf jeden Fall ist die Gegend hier ziemlich gut, was Lymantrias angeht. Ich habe jetzt mal, ich glaube, vielleicht so drei, da drüben ist zum Beispiel eine, vielleicht mal so 3 Stück oder so habe ich, glaube ich, getötet. Ah, unten noch ein Explorer-Note, falls wir das nicht schon haben. Ne, 45. Ich kriege die meistens nicht immer gleich beim ersten Biss. Ha, in dem Fall, ja, auch eben der zweite, ne, die machen einen dann halt so langsam, wenn man die einmal getroffen hat. So. Genau, das wollte ich nämlich. Ja, wenn ich natürlich die ganzen schlechten besiege, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso größer, dass da was Besseres eben nachspawnt. So, machen wir dich nochmal ein kleines bisschen schneller. Und ja, wir sehen uns dann gleich zu Hause. Wie gesagt, ich bringe alles weg und dann machen wir noch eine kleine Runde mit der Lymantria.
So, da sind wir. Einmal aufsteigen bitte und mal in die Lüfte, in die Hüfte erheben, dann in die Lüfte. So, wir gucken mal kurz. Fast 2000 auf Gesundheit, 300 Ausdauer ist natürlich nicht viel. Sauerstoff egal, Nahrung ziemlich dicke, Gewicht keine 300 und keine 300 auf Nahkampfschaden. Naja, wie gesagt, mir geht es gar nicht so sehr um die Werte. Ja. Ich will einfach nur mal eine machen mit möglichst bunten Flügelchen. Und ja, dann leveln wir da einfach die ganze Zeit Speed drauf. Moment mal, Speed hast du aber schon, oder? Ja, okay. Leveln wir dann auf die Gezüchtete und Imprintete die ganze Zeit Speed. Hoffen, die hat viel Ausdauer. Und dann werden wir versuchen, damit mal so ein Wiffernei zu klauen. Also ich habe das schon mal gemacht, da ist aber die Lumantria letzten Endes immer bei draufgegangen, aber ist ja jetzt dann nicht so dramatisch. Ich würde aber sagen, wir haben heute schon einiges geschafft und deswegen mache ich ja auch direkt wieder eine Landung. Wir sind dann soweit am Ende dieser Folge und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Bis dann, ciao, ciao.